besten Mitarbeiter. Das will aber jeder, denke ich. Es gibt aber nicht nur beste Mitarbeiter. Und vielleicht, wenn Sie sich selber einen Spiegel vorhalten, wir wollen die passenden Mitarbeiter. Es muss passen. Es muss sowohl menschlich passen und es muss fachlich passen. Und das hier in der Strategie mitzugeben, bedeutet, dass man nicht nur die fachliche Komponente bei der Auswahl, beim Rekrutieren betrachtet, sondern auch den Mindset, den Fit zum Unternehmen versucht mit abzubilden. Wenn das Unternehmen dann den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin onboardet hat, dann wird dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin auf der Stelle arbeiten, man sollte sich entsprechend entwickeln. Dann werden viele Personen irgendwann ungeduldig, sie wollen Karriere machen. Auch hier ist es wichtig, dass man dem Mitarbeiter frühzeitig und auch zeigbar Optionen aufzeigen kann, wie sie sich auf diesem Karrierepfad entwickeln können. Deswegen haben wir hier auch eine Unterstützung durch spezielle Förderungen, durch Ausbildungen und so weiter gemacht. Der Ausbildungspfad, das ist das, was wir als Unternehmen unterstützend beitragen können, damit sie diesen Pfad laufen können. Das ist der klassische vertikale Karrierepfad. Es gibt aber auch horizontale Karrieren, das sogenannte Expertentum. Wir haben hier für verschiedene Abteilungen bei uns entsprechende Karrierepfade definiert und können diese dann natürlich auch mit den Mitarbeitern als Plan durchgehen. Wenn wir mit einer guten Ausbildung starten, dann können wir als Unternehmen den Mitarbeiter mit verschiedenen Sachen wie Schulung, Weiterbildung, Coaching oder Mentoring entsprechend auf seinem Karriereweg begleiten. Und wir haben daher mal geschaut, was sind hier für Stakeholder in dem Prozess und was für Prozesse haben wir für die Mitarbeiterführung. Und es gibt sehr viele Stakeholder, es reden also extrem viele mit in dieser ganzen Thematik. Da gibt es die Kollegen, die Vorgesetzten, es gibt eine andere Abteilung, es gibt Maschinen, die man bedienen muss, es gibt ein IT-System. Also haben Sie ganz viele Sachen, die Sie eigentlich beachten müssen. Wir haben das geschafft, dieses Kompetenzprojekt wirklich umzusetzen, die Mitarbeiter so einzufangen, dass sie wissen, wie sie sich auf ihre Karrierewege bei uns verlassen können, wie die Firma sie unterstützt. Und wesentlich, und das möchte ich Ihnen mitgeben, es hilft nichts, wenn Sie sagen, der Mitarbeiter ist der Mittelpunkt und es passt. Wir haben den Mindset geändert. Die Mitarbeiter sind für uns extrem wichtig. Wir haben die Firma mit den ganzen Rahmenbedingungen dahingehend versucht aufzustellen, dass wir attraktiver werden. Wir werden nie Google sein, aber wir wollen attraktiver sein. Und wesentlich ist natürlich auch, wenn man das macht, man muss die Menschen mögen. Ich denke, das ist was, das ich Ihnen mitgeben kann, unabhängig von AI oder so. Wenn Sie die Menschen mögen, dann können Sie sowas einfach machen und dann werden Sie auch hoffentlich entsprechenden Erfolg haben.